Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part für Captain Toad's Treasure Tracker Special Episode. Nehmen wir wieder die böse Olle Mietzetatze. Hi. Wir wollen versuchen, jetzt dieses Projekt endlich mal komplett abzuschließen. Starten im Zweispieler-Modus, weil wir ja so einen Spaß schon hatten zu zweit. Und alles ist schön, alles ist gut, alles ist toll. Spezial. Wir haben ja schon eine ganze Menge geschafft, möchte ich ja sagen. Schau mal, schau dir das mal an. Das ist schon mal nicht schlecht. So, hier haben wir noch nicht alle Maxiboos besiegt. Und ich weiß jetzt, wo der ist. Der ist nämlich genau da drauf. Oui. Genau. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir das doch jetzt einfach erstmal. Waren wir wirklich so blind? Ja, wir waren so blind. Und zwar wir beide, nicht nur du alleine, mein Lieber. Diese aufdringlichen Geister gehen einen ganz schön auf den Senkel. Nicht nur auf den Schnürsenkel. Waren hier. Ah ne, das war da hinten, war das. Hier! Nice! Alles andere hat man ja erledigt. Wie findest du die Special Level? Sie sind sehr schön und... Ich finde es auch toll gemacht. Und ehrlich, für die paar Kröten... Ich hab's ja auch mittlerweile privat geholt. Cool. So. Hier war jetzt dann nichts mehr. Nö. Das war... Na, schönen Dank. Aber auch nur, weil Madame nicht drauf wollte. Nein, der Herr muss darunter leiden. Ich bin der mit der Krone. Nicht hier, Fancy Meats. Das finde ich eine Frechheit. So, hier, komm hier rauf. Oh, oh. Du bist weg hier, bis du wiederkommst. Genau der ist es. Genau der ist es. Eine kleine Fackratte. Ja. Den haben wir nicht gecheckt. Das ist traurig, oder? Oha. Die Sterbequote ist nicht ohne. Vielleicht ist hier ein Pilz für dich drin. Sehr schön. So was Unverschämtes. Was denn? Zieh Leine. Oh Mann. Sehr nice. So, hier unten auf jeden Fall auch. Um die brauchen wir uns eigentlich gar nicht zu kümmern. Aber um den. Ah, lieber nochmal checken, ne?
damit sollten eigentlich alle Big Boos erledigt. Genau. Dann. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Häkchen! Sehr schön. Wingos Doppelgänger. Na dann. Ach ja. Okay, dann. Was ist das für eine Schnarchnase? Ist das Drake? Hallo Drake. Hallo. Das Manu. Oh Gott. Das war das mit dem Rüben. Wir haben genug Leben, also darum brauchen wir uns eigentlich nicht so zu kümmern. Shit! Aber ich denke, das Level sollte nicht das große Problem sein, zumindest in der Fight. Verdammte Pussy. Sollte echt nicht das große Thema sein. Vorsicht, ich bin tot. Mist. Verdammte Axt. Wieder mal zu viel bin. Definitiv. Müssen wir ein bisschen lauter reden. Aber ich kann uns ja hier noch ein bisschen nachstellen. Scheiße. Oh ja. Wir putzen die Leben, sag ich mal. Scheiße. Einer ist weg, oder?
verdammt! Ich schmeiß die immer zu schnell weg. Ich hoffe, es schmeckt. Ich habe raufgepullert. Ja, voilà, das goldene Krönchen. Könnte mir mal einer ein bisschen was von dem Geld nach Hause schicken? Ja, voilà. Das wollen wir doch sehen. Falschen Wingo nicht getroffen. Ich dachte, es wären jetzt zwei. Gut, dann können wir das Ganze jetzt nochmal machen, würde ich sagen. Auf geht's. Oh ja, jetzt frage ich, wer ist jetzt der Falsche? Müssen wir versuchen zu erkennen. Als bräuchten wir die Leben. Müssen wir mal schauen, wie er sich... Der Rosa. Ja. Mistverdammter. Man verliert aber schnell den Überblick. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt... Das machen wir direkt nochmal. Das machen wir direkt nochmal neu. Alter Schwede. Woran können wir ihn erkennen? Er ist auf jeden Fall der... Der ist es. Das ist der. Yes. Yes. Das ist wirklich Luxus. Ja, ich bin lange auf der Blau. Der linke ist es. Oh, wo laufe ich denn hin? Bist Dreck. Alter, das ist gar nicht so leicht.
sollte jetzt eigentlich richtig sein. Wir haben es jetzt eigentlich immer auf Rosa geballert, ne? Nicer. Perfekt. Die Krone zum Greifen nah. Kronen hat's im Wandelwald. Ich würde sagen, wir halten den Part jetzt ein bisschen kürzer oder machen wir den ein bisschen länger? Wir machen ein bisschen länger, oder? Ja, von mir. Kann man machen. Machen wir ein bisschen länger. Gut, dann starten wir jetzt mit der Kronenhatz im Wandelwald. Oh je, das ist schon wieder so ein Tempo-Ding. Oh je, oh je. Wollen wir gleich vorne rein alle Geister töten? Was meinst du? Und dann hätten wir im Endeffekt alle weg. Ich glaube, die kommen erst, wenn wir die Kronenstücke sammeln. Das habe ich die Befürchtung. Ja. Also werde ich. Ja, die kommen erst, wenn die. Komm ich da jetzt hoch? Okay, das wird ein sehr interessantes Level. So, ich muss da hoch. Okay, weiß ich wo lang. Scheibe, ich dachte, ich würde da oben landen. Boah, ich muss dann. Okay. Okay, ich bin. Geh mal zu der Röhre. Oder, nee. Du kannst hier von unten, da ist du zur Röhre hin, oder? Ich war jetzt den ersten. Ja. Du hast den zweiten. Der dritte ist jetzt da oben. Scheibe. Ah, die Idee war gut. Ich bleib mal hier. Wir machen das Ganze nochmal. Zwar. Okay, jetzt wollen sie uns ärgern. Okay, haben sie uns beide gewäscht. Gut, aber oh gut, dann machen wir. Wir haben jetzt hier mal reingeloggt und ich will einfach sagen, dass wir jetzt doch im nächsten Part hier weitermachen. Könnte euch doch ein bisschen interessanter, ein bisschen länger dauern. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ein Kommentar wäre schön, ein Daumen wäre toll, ein Abo wäre ein Träumchen. Und ich sage mal vielen Dank an Böhmgänger. Gerne. Und ihr seht uns im Zweiergespann im nächsten Part wieder. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.